Die Leberzirrhose ist das Endstadium verschiedener Lebererkrankungen. Durch die chronische Schädigung kommt es dazu, dass das gesunde und normale Lebergewebe umgewandelt wird in Bindegewebe, sodass die Leber vernarbt. Typische Schädigungsmechanismen, die dazu führen, sind ein schadhafter Alkoholkonsum, aber das ist bei weitem nicht alles. Oftmals sind es auch nicht alkoholische Erkrankungen, wie zum Beispiel eine chronische Virushepatitis, Hepatitis B und C, eine Autoimmunerkrankung der Leber, eine Stoffwechselerkrankung der Leber. Insbesondere nimmt aber die Häufigkeit der Fettleber zu, und zwar der Fettleber, die nichts mit Alkohol zu tun hat. All diese Mechanismen führen dazu, dass die Leber chronisch geschädigt wird. Und durch diese Vernarbung kommt es zum einen zum Funktionsverlust der Leber, der ist schleichend, und zum anderen zu einem Blutstau vor der Leber, sodass dass das Blut nicht mehr gut durchfließen kann und sich in der Pfortader staut.